Thomas Veit möchte ich gerne auf die Bühne bitten. Er ist Partner bei PwC, leitet den Sektor Real Estate Assets in Deutschland. Sein Tätigkeitsfeld ist die Transaktionsberatung und natürlich auch die ganzen Transformationsprojekte. Er ist Steady Partner hier auf unseren Formaten. Ich freue mich auch immer sehr über den sehr manchmal auch kritischen Austausch. Ich finde es gut, dass wir uns auch mal ein bisschen reiben. Sie eröffnen netterweise jetzt noch mal so ein bisschen den Immobilienflow sozusagen auf diesen Themen. Insofern freuen wir uns darauf. Bitte begrüßen Sie herzlich mit mir Thomas Veit. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute wieder hier sein darf. Vielen Dank auch an die Vorrede. Ich habe die Erinnerungen an die 90er, sind das für mich sehr, sehr angenehme Erinnerungen. An meine Jugendzeit war es auch nicht mehr. Und danke auch für den realistischen Ausblick nach vorne gerichtet, jetzt auf die nächsten 28 Jahre. Ich versuche das jetzt im Kontext der aktuellen politischen und regulatorischen Thematik etwas sagen wir mal, einzusortieren, wie quasi der Immobilienmarkt darauf jetzt reagiert. Insbesondere muss ich auch nachdenken mal über eine Dachgeschosswohnung, die ich in der Tat im Portfolio habe. Ja, wir sind im Augenblick in einem sehr herausfordernden Umfeld. Vielleicht letztes Jahr habe ich auch gestartet mit der Weltkarte, um mal zu gucken, die EU, wo stehen wir auch im internationalen Kontext. Nochmal hier Revue passieren lassen. Wir haben ja in der EU den Sustainable Finance Action Plan, den Green Deal, der uns ja letztes Jahr, 10. März, wenn wir alle noch kennen, die SFDR 1, Level 1 Anforderungen gebracht hat und zusätzlich im letzten Jahr jetzt noch das Fit for 55 Programm auf EU-Ebene gestartet wurde, was quasi parallel angeht und nochmal ambitioniertere Dekarbonisierungsziele gesetzt hat. Außerhalb Europa sehen wir im Augenblick aus Beratungsmandaten, gerade aus in Nordamerika, USA, das ist ja auch die SEC jetzt im März 2022 mit dem ersten Vorschlag rausgekommen, wie man auch die über die Kapitalmarktregulierung die Dekarbonisierung forcieren kann. Wird dann wahrscheinlich ab 2025 geltend, rückwirkend auf das Jahr 2024. Wir haben einige US-Kunden, die als angefangen haben, große Banken auch, die gesagt haben, wir entwickeln mal in den USA unsere eigene Regulatorik. Wir haben dann so mal den Hinweis gegeben, wir haben da in der EU schon ein bisschen Erfahrungswerte. Das wurde auch dankend aufgenommen. Also insofern auch Richtung Asia-Pac gesehen. Die EU wird da weiterhin als Lead, als Blueprint gesehen. Und ich glaube, da können wir weiterhin auch stolz drauf sein, auch wenn wir manchmal, wenn wir hier in der EU sind, denken, was ist das für ein Wahnsinn, den wir uns da antan von der Komplexität. Aber international schaut man auch so auf uns und wird sicherlich auch die Best Practice dann großteils übernehmen wollen. Jetzt haben wir seit einigen Wochen noch eine Zusatzherausforderung, die auch aus meiner Sicht einen großen Impact auf